kaputte Beziehungen, angespannte Situationen, gestörte Verhältnisse bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen sind seit dem Sündenfall unter den Menschen allgegenwärtig. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, hinterlässt überall Spuren der Verwüstung. Wenn wir die Geschehnisse in dieser Welt betrachten, da sehen wir oft nur Tod und Zerstörung. Jedes Jahr steigt die Zahl an Konflikten und Kriegen weltweit. Im Jahr 2022 gab es mit 238 Toten so viele Kriegsopfer wie noch nie seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Und jedes Jahr steigen diese Zahlen. Allein im Ukraine-Krieg sind bis jetzt den Schätzungen zufolge schon über 300.000 Menschen getötet worden. Und im Bürgerkrieg in Äthiopien, ganz grausam, der 2023 zum Glück zu Ende gegangen ist, kamen sogar über eine 500.000 Menschen ums Leben. Und auch in Israel steigt die Zahl der Todesopfer stetig. Aber wir sehen kaputte Beziehungen nicht nur in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ländern oder Volksgruppen, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Beispielsweise in der Ehe oder in der Nachbarschaft oder in der Familie, am Arbeitsplatz. Die Folgen sind Ehescheidungen. Jede dritte Ehe wird in Deutschland geschieden. Jahrelange Nachbarschaftsstreitereien vor Gericht. Ein Drittel der deutschen Haushalte ist mit ihrem Nachbarn im Clinch. Kein Kontakt zur Familie. Jeder vierte ist von seiner Familie entfremdet, hat keinen Kontakt. Und Mobbing auf der Arbeit. Jeder Dritte wurde auf der Arbeit schon mal gemobbt. Und wenn wir uns diese Zahlen vor Augen halten, dann ist das ein sehr erschreckendes und beängstigendes Ergebnis. Denn eigentlich sind wir Menschen doch zu Beziehungen bestimmt. Und doch gehen diese Beziehungen immer wieder zu Bruch. Das hat nicht nur zwischenmenschliche Folgen, sondern das hat auch Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehung. Gott, der Schöpfer, hat uns Menschen geschaffen, um Beziehungen mit uns zu haben, aber in Abhängigkeit zu ihm. Doch durch die Sünde, die in unser Leben kam, aufgrund der Entscheidung von uns Menschen, selbst Gott zu sein, unser eigener Herr zu sein, ist diese Beziehung zerstört worden. Aber weil uns Gott so sehr liebt, will er nicht, dass wir in diesem Zustand bleiben. Daher hat er uns durch das Erlösungswerk seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz mit sich selber versöhnt. Wie herrlich! Und das dürfen wir annehmen im Glauben, dass wir immer wieder die Beziehung zu unserem himmlischen Vater erneuern dürfen. Dazu müssen wir aber unser eigenes Ego aufgeben und ihn Herr in unserem Leben sein lassen. Aber auch Menschen, die Jesus als ihren Herrn in ihrem Leben angenommen haben und eine Wiedergeburt erlebt haben, ein neues Leben mit Jesus begonnen haben, durchleben auch Zeiten, wo ihre Gottesbeziehung gestört ist, wo sie an geistlicher Appetitlosigkeit leiden, wo ihr Gebetsleben brach liegt, sie keinen Hunger haben nach Gottes Wort und nichts mehr mit Gott erleben. Ein Zustand, der für ein Kind Gottes ein sehr belastender ist. Und ich möchte gerne heute Morgen darüber sprechen, was Gründe für gestörte Gottesbeziehungen sein können und wie wir diese Beziehung wieder hergestellt werden kann. Und wir lesen dazu einen Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede
und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort Gottes glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus hat im ersten Kapitel seines Briefes davon gesprochen, dass Christen erlöste, befreite Menschen sind. Sie sind nicht mit Gold und Silber erlöst, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Sie sind wiedergeboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes und üben nun ein neues Leben ein. Da, wo Jesus Christus in einem Menschen regiert, wo es zu einem Herrschaftswechsel gekommen ist, da bleibt nichts beim Alten. Da werden Mauern eingerissen, da werden Festungen zum Einstürzen gebracht, Ketten werden gesprengt, damit es zu einem geistlichen Aufbruch kommen kann. Da wird so manches zerstört, damit Jesus etwas Neues bauen kann. Aber welch ein Trost! Er ist in uns und will uns leiten durch den Heiligen Geist. Jesus will uns verändern und umgestalten. Das Neue, das Christus bauen will, das wird in unserem Text ab Vers 4 vorgestellt. Gott möchte ein geistliches Haus bauen. Das Baumaterial, das sind lebendige Steine. Und diese lebendigen Steine, das sind wir, Gottes neues Volk, die Gemeinde. Und heute Morgen möchte ich aber mich auf die ersten drei Verse beschränken und auch darauf eingehen. Es soll darum gehen, wie wir als Kinder Gottes im Glauben wachsen und eine lebendige, intakte Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben können. So wie kleine Kinder wachsen müssen, um den Herausforderungen des Lebens bestehen zu können, so müssen wir auch als Christen wachsen. Es gibt ein schönes Bild, das für mich als Gärtner sehr greifbar ist, wie beim Obstbaum, der Früchte bekommt. Die Frucht, die ist am Anfang noch ganz klein, sie ist hart und sauer, wenn man da reinbeißt. Und erst mit der Zeit, wenn die Früchte nicht vorher vom Baum abfallen, dann werden sie größer, sie gewinnen an Reife und sie werden dann irgendwann süß und schmackhaft. Und dann sind sie irgendwann bereit, dass man diese Früchte ernten kann. Aber die Früchte, die müssen ständig mit dem Baum in Verbindung bleiben. Sonst werden sie nicht versorgt, sonst können sie nicht wachsen, sonst bleiben sie klein, runzelig und sauer. Und so müssen wir auch als Christen mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden bleiben, eine Beziehung zu ihm haben. Damit das geschehen kann, müssen wir gewisse Dinge in unserem Leben einüben und manches auch in unserem Leben ablegen, wie schmutzige Kleidungsstücke. Die Handwerker unter uns, ich will jetzt keinem, der im Büro arbeitet, zu nahe treten, aber die Handwerker unter uns kommen vielleicht manchmal mit schmutziger Kleidung nach Hause, haben Flecken und die Ehefrau wird sich dann nicht freuen, wenn man mit diesen schmutzigen Kleidern dann im Haus rumläuft, sich aufs Sofa setzt. Wir müssen sie ausziehen und saubere Kleidungsstücke anziehen.
Vieles von dem, was uns anhaftet, vereinbart sich nicht mit dem neuen Leben in Christus. Und davon spricht hier Petrus in Vers 1. Diese Verhaltensweisen, die sorgen dafür, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist und wir unseren geistlichen Appetit verlieren. Unser Denken ist in unserer westlichen Welt ist überfüllt mit Gedankengut aus den Medien oder von den Menschen aus unserem Umfeld, dass wir so gesättigt sind. Wir werden dauernd bombardiert von dem Gedankengut dieser Welt und fragen viel zu wenig, wie denkt Gott denn eigentlich darüber? Was ist denn sein Plan für unser Leben, für mein Leben? Darum müssen wir lernen, unsere Gedanken mit Gottes Gedanken zu füllen, indem wir beständig und regelmäßig in der Bibel lesen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel ist unser Zugang zu Gott. Wir können Bücher über die Bibel lesen. Es ist nicht die Bibel. Wir wissen das vielleicht und wir wissen auch, dass es wichtig ist, die Bibel zu lesen und sind uns vielleicht auch bewusst, dass wir es oft Zeiten gibt, wo wir es viel zu wenig tun. Wir haben auch vielleicht schon verschiedene Methoden ausprobiert, haben uns verschiedene Andachtsbücher gekauft und sind doch nach einiger Zeit wieder gescheitert oder frustriert. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich dort wiederfindet. Mir ist es jedenfalls in meinem Glaubensleben schon oft so gegangen. Und das Problem, das war bei mir nie die Methode, sondern mein Hunger. Wenn ich körperlich krank bin, wenn ich zum Beispiel eine Grippe habe, wie das jetzt in der Herbst-Winterzeit ja öfters mal der Fall sein kann, dann haben wir wenig Hunger. Und so ist das auch, wenn wir geistlich krank sind, dann haben wir keinen Appetit für das Wort Gottes. Um gesund zu werden, muss das Schlechte aus unserem Leben raus. Wir müssen es entfernen. Und darum heißt es in Vers 1, ablegen. Was sollen wir ablegen? Das sind im Zusammenhang des Textes all die Dinge, die die Liebe unter uns, untereinander blockieren. Es heißt, so legt nun ab. Das ist eine Befehlsform. Aber die Zeitform, habe ich nachgeguckt, drückt im Griechischen aus, dass es ein immer wiederkehrender, neu zu vollziehender Prozess ist. Das ist keine einmalige Sache, sondern das ist ein Ding, was wir immer und immer wieder tun müssen. Ein immer wiederkehrender Prozess. Ablegen. Dahinter, da steckt das Bild vom Ausziehen der alten Kleider. Und da möchte ich zwei Stellen einmal lesen. Einmal Epheser 4, ab Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Er neuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann noch eine Stelle aus Kolosser 3, ab Vers 8. Da heißt es, nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Die alten Kleider, die kann ich ablegen, weil mir Jesus das neue Kleid der Gerechtigkeit geschenkt hat, wie das in dem Vers in Epheser steht. Aber ich muss auch die alten Kleider ausziehen. Zum neuen Leben gehört immer wieder das entschlossene Nein zur alten Sünde. Noch leben wir Christen nämlich in unserem natürlichen Leib. Und der Nährboden für die Sünde ist immer da, nach wie vor. Und wenn sie keimt, muss sie immer wieder konsequent ausgerissen werden, dass sie nicht Überhand nimmt in unserem Leben.
Das erste, was Petrus hier in Vers 1 aufführt, ist: legt ab alle Bosheit. Bosheit könnte man auch übersetzen mit Schlechtigkeit. Das meint eine bestimmte Grundhaltung, die ein Mensch hat, der Bosheit in sich trägt. Sie ist im Herzen angesiedelt und die bestimmt unser ganzes Handeln. Und Gott hat schon in 1. Mose 8, Vers 21 geurteilt, dass das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Ein böser oder bosartiger Mensch, der handelt lieblos. Er hat schlechte Gedanken über andere Menschen und Umstände, was sich dann auch letztendlich in bösen Taten widerspiegelt. Ein bösartiger Mensch, der kritisiert gerne und ist negativ eingestellt. Diese Bosheit, die kann ich aus eigener Kraft nicht ablegen. Dazu braucht es das herzverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Das Gegenteil, nämlich von solcher Bosheit, die in unserem Herzen ist, ist die geistgewirkte Liebe, die vom Heiligen Geist in unserem Herzen wirkt, die nicht das ihre sucht. In 1. Korinther 13, Vers 5 lesen wir das. Bosheit ist auch, wenn wir unseren Bruder oder unsere Schwester nicht lieben, sondern als Kontrahenten sehen und sogar gegen ihn arbeiten. Statt Bosheit soll das Leben der Kinder Gottes von ungefärbter Bruderliebe bestimmt sein. Das lesen wir in dem ersten Kapitel 22. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist, heißt es in Hesekiel 18, Vers 30. Und das ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz die Macht des Bösen gebrochen hat. Darum müssen wir uns in seine Liebe mit hineinnehmen lassen. Denn seine Liebe, die hat diese verändernde Kraft, die unser Herz verändern kann. Der zweite Punkt, den Petrus hier nennt, ist: legt ab allen Betrug oder Trug. Ein anderes Wort für Betrug ist Arglist, Hinterlist. Jemand, der Trug in sich hat, der wird geleitet von unsauberen Beweggründen. Betrügerische Menschen, das sind Menschen, die den anderen um des eigenen Vorteils willen bewusst täuschen oder hintergehen. Betrügerische Menschen, die glauben, mit Dingen davonzukommen, die falsch sind, obwohl sie eigentlich wissen, dass es falsch ist, aber sie tun es trotzdem. Betrügerische Menschen, die agieren oft im Geheimen. Sie denken, es wird schon keiner merken. Und verharmlosen Dinge, die sie tun, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Und dabei betrügen sie letztendlich nicht nur andere, sondern vor allem auch sich selbst. Auf der Arbeit mal was mitgehen lassen, weil man noch eine Packung Schrauben braucht zu Hause. Auf der Arbeit sind ja genug, wird schon keinem auffallen. Bei der Steuererklärung falsche Angaben machen, damit man steuerliche Vorteile hat. Mal fünfe gerade sein lassen. Kann ja eh keiner nachvollziehen. Hört auf, den anderen zu täuschen. So soll das unter Kindern Gottes nicht sein. Nicht Betrug, sondern Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit soll uns anhaften. Das dritte Wort, das Petrus hier erwähnt, das ist die Heuchelei. Heuchelei ist das Wort im Griechischen Hypokrit. Und das bezeichnet einen Schauspieler. Was tut ein Schauspieler? Ein Schauspieler, der spielt auf der Bühne jemanden, der er nicht ist. Ein Schauspieler, der spielt eine Rolle. Er muss so tun, als ob, aber er ist es nicht. Wenn wir Heuchler sind, dann tun wir nach außen so, als wären wir liebe, nette Christen, während wir innen voll Heuchelei sind. Wir geben einen falschen Eindruck ab und täuschen den anderen um uns rum was vor. Man kann sich auch als Christ äußerlich ganz anders geben, als wie man in Wirklichkeit ist. Unsere Worte können wohlgefällig, liebevoll sein dem anderen gegenüber, aber in unserem Inneren sind böse und schmutzige Gedanken.
Es gibt auch einen christlichen Schein, mit dem man nach außen eine fromme Fassade vortäuschen kann. Aber inwendig in uns ist kein geistliches Leben. Heuchelei ist auch, wenn man aus unehrlichen, falschen Motiven in der Gemeinde dient. Nicht zur Ehre Gottes oder aus Liebe zu Jesus und den Menschen, sondern weil ich selber groß herauskommen will, das persönliche Ansehen steigern oder etwas in der Gemeinde gelten will. Darum warnt Jesus auch vor der Heuchelei und spricht gerade über die Pharisäer und Schriftgelehrten so ein hartes Urteil. Wir lesen da gerade mal zwei Stellen in Matthäus 15, wo Jesus was zur Heuchelei sagt. Matthäus 15, Vers 7. Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und dann noch eine zweite Stelle, Matthäus 23, Vers 13. Da sagt Jesus, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Heuchelei ist es auch, wenn ich nach außen den Anschein gebe, alles ist in Ordnung, keine Probleme, alles in Butter, mir geht es gut. Aber in Wirklichkeit stecke ich tief im Schlamassel. Ich befinde mich in einer Krise. Wir können viele Masken aufsetzen, aber unser wahres Gesicht, das zeigen wir oft nicht. Manchmal sind wir einfach zu stolz oder zu ängstlich, das, was uns innerlich aufwühlt, das, was uns Probleme bereitet und gefangen nimmt, einem Bruder oder einer Schwester anzuvertrauen. Hier brauchen wir Mut und Offenheit, damit wir auch füreinander da sein können, füreinander beten und eintreten können. Letztlich ist alles, was man tut, um vor den Menschen als fromm zu erscheinen, Heuchelei. In manchen christlichen Kreisen wird der fromme Schein auch noch geradezu erwartet. Ich muss eine bestimmte Rolle spielen, auch als ein Verkündiger. Und bei all den vielen Erwartungen und unterschiedlichen Auffassungen, die es in so einer Gemeinde geben kann, zu gewissen Fragen, ist es gar nicht so einfach, aufrichtig und wahrhaftig zu bleiben. Man steht immer auch in der Gefahr, die Menschen in ihrer Meinung zu bestätigen, nur um gut angesehen zu sein, auch wenn man die Dinge vielleicht ganz anders sieht und beurteilt. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der es wagt, genau so zu sein, wie er wirklich ist, ohne den Eindruck in irgendeiner Form aufbessern zu wollen. Doch Gott möchte uns von der Last, sich verstellen zu müssen, befreien. Herr, reiß uns gnädig aus dem Schein, stell uns in dein Licht hinein. Wer sich von Jesus angenommen und geliebt weiß, der weiß auch, dass es sich nicht lohnt, für das eigene Ansehen in der Welt zu kämpfen. Er sagt sich, hör auf, dir Sorgen zu machen, was andere Menschen über dich denken, solange nur Gott an dir gefallen hat. Bei Christus, da bist du wertgeachtet. Entscheidend ist doch nicht, wie wir nach außen scheinen, sondern was wir wirklich sind. Ich bin davon überzeugt, dass unser innerer Friede in dem Maß wächst, wie wir lernen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Wir erfahren eine wunderbare Erleichterung, wenn wir uns so annehmen, wie wir sind und aufhören, uns zu verstellen. Sei das, was du bist in Christus. Wir müssen lernen, wahrhaftig zu sein. Legt ab alle Heuchelei. Auch die sogenannten Gewohnheitssünden können uns zu Heuchlern machen. Man tut sie immer wieder und betet dann jedes Mal so, Herr, vergib mir meine Schuld. Nur, man ist eigentlich gar nicht wirklich bereit, die schlechten Gewohnheiten auch loszulassen, weil man weiterhin darin wandeln will, aber weiß ja, der Herr vergibt mir. Das ist auch Heuchelei. Doch so kann ich im Glauben nicht wachsen. Ich bleibe im Kleinkindstadium. Und darum müssen wir lernen, dass ich mich mit Jesus
auch die sogenannten Gewohnheitssünden, die sich bei mir eingeschlichen haben, ablegen kann. Wie das lieblose Reden über andere oder den begehrlichen, gierigen Blick auf das, was nicht erlaubt ist, zum Beispiel eine andere Frau. Aber auch den übermäßigen Handy-, Fernseh- und Computerkonsum. Das in sich hineinstopfen von Süßigkeiten oder das Glas Alkohol, was vielleicht zu viel war. Manchmal kann die Frage heilsam sein, wie lebst du als Christ, wenn andere dir nicht dabei zuschauen? Der vierte Punkt, den Petrus hier anspricht, ist der Neid. Neid ist eine böse Art von Selbstsucht. Neid ist, wenn jemand anderes etwas Gutes empfängt und ich wünsche ihm aber nur das Schlechteste. Das ist Neid, eine böse Art von Selbstsucht. Neid spielt sich hauptsächlich in unseren Gedanken ab. Diese Gedanken, die sind oft ganz verborgen vor den anderen Menschen. Sie entspringen unserer Ich-Sucht und gönnen dem anderen nicht das Seine. Im Griechischen wird deutlich, dass Neid kein harmloses Gefühl ist, sondern dem anderen sogar Böses wünscht. Denn die Grundbedeutung heißt untergehen, umkommen, vernichten. Und so können aus neidvollen Gedanken letztendlich auch schlimme Taten entstehen. Wir sehen im Alten Testament die Geschichte von Nabots Weinberg und das ist eine eindrückliche Illustration solcher tödlichen Folgen des Neids. Können wir nachlesen in 1. Könige 21. Hört auf, den anderen zu beneiden, eine schwer zu unterdrückende Sünde. Denken wir nur an die Jünger von Jesus. Sie konnten sich darüber zanken und streiten, wer der Größte unter ihnen sei. Weil der Neid ein so großes Problem für den Menschen ist, gibt es auch das 10. Gebot, was Gott uns gegeben hat. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Die verschiedensten Dinge, die können in uns Neid hervorrufen. Bei Kindern sind es vielleicht die tollen Spielsachen der anderen Kinder. Bei Schülern sind es die besseren Noten, die Markenkleidung oder das neueste Smartphone des Mitschülers, das man vielleicht auch gerne hätte. Bei Frauen kann es der Wohlstand sein oder das vermeintlich bessere Aussehen der Kollegin. Bei Männern die berufliche Karriere, wo einer richtig vorwärts kommt und ich bleibe irgendwie stecken. Oder die Frau des anderen oder das neue Auto des Nachbarn. Und was kann bei den Christen noch alles Neid hervorrufen? Gerade wenn es um die Gemeinde geht. Das Ansehen des anderen in der Gemeinde, der vielleicht mehr beachtet, mehr angesprochen wird als man selber. Die geistlichen Fortschritte, die der Mitbruder macht oder wie die Schwester in der Gemeinde so begabt ist und ihre Rolle als Ehefrau und Mutter scheinbar mühelos bewältigt. Der Vergleich mit anderen Gemeinden. Der Bruder, der für seine Predigt so viel Lob erhält und ich, der sich nicht so wertgeschätzt fühlt. Die Ursachen des Neids liegen in meinem ungebrochenen Ich. Mein Ego sitzt noch auf dem Thron in meinem Herzen und nicht Christus. Erst mit der Klärung der Herrschaftsfrage in meinem Leben kann auch der Neid in uns sterben. Paulus sagt im Brief an die Philipper in Kapitel 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und in Galater 2, Vers 20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt und damit ist auch mein Neid mit ihm gekreuzigt. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Solange wir noch nicht gelernt haben, unser Ich mit seinen Rechten und Ansprüchen zurückzustellen, werden wir sehr schnell neidisch werden. Das wird von selber kommen. Wir machen uns und anderen viel Not. Wir müssen von Jesus lernen. Je mehr er in unserem Leben Gestalt annimmt, umso mehr tritt auch der Neid aus unserem Leben zurück. Es kommt bei einem Christen hauptsächlich darauf an, dass er vor Gott kleiner und geringer wird. Das ist geistliches Wachstum. In Johannes 3, Vers 30, da sagt Johannes der Täufer, er, Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Darum seid nicht darauf bedacht, dass dein Name überall gebührend erwähnt wird. Nimm es ruhig hin, wenn du bei einer wichtigen Sache in den Hintergrund gedrängt wirst. Freue dich, wenn du Dinge erlebst, die dich kleiner machen in den Augen Gottes. Dann wird Jesus umso größer und du reicher in ihm. Das letzte Wort, das Petrus erwähnt, das ist die üble Nachrede. Das ist oft eine Äußerung des Neids. Üble Nachrede, das ist, wenn ich über jemand anders so rede, dass sein Ruf geschädigt wird. Und du musst dabei nicht einmal lügen. Du kannst die Wahrheit über eine andere Person so formulieren, dass es dieser Person Schaden bringt. Das Schlimme an der üblen Nachrede, oder man könnte auch sagen Klatsch und Tratsch, sie erfolgt, wenn das Opfer nicht anwesend ist und sich gar nicht verteidigen kann. Weil in seiner Anwesenheit würde man vielleicht ganz anders reden. Durch üble Nachrede kann viel Kummer und Not in eine Gemeinde kommen. Böswillige Verleumdung, das ist die gröbste Beleidigung der brüderlichen Liebe, die doch unter uns Christen in unserer Gemeinde vorherrschen soll. Doch wie viel wir über den anderen herziehen, das kann es immer wieder in frommen Kreisen geben. Und so manch böses Wort vergiftet eine ganze Gemeinschaft. Wie bei dem Gift einer Kobra. Erst kommt der Biss, mit dem das Gift initiiert wird. Die Nerven und damit auch das Atemzentrum wird nach kurzer Zeit gelähmt. Die Schäden des Opfers sind nicht mehr rückgängig zu machen. Und nach wenigen Stunden tritt dann der Tod ein. Und dieses Beispiel stellt eine deutliche Warnung dar. Es kann einen Menschen letztendlich zerstören. Darum legt ab den Klatsch und den Tratsch. Seid wahrhaftig im Umgang miteinander und redet die Wahrheit. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte: Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so, so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere: Nein, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise. So lasst uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig? Nun gerade nicht. Also, sagte lachend der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Es ist gut, sich ab und zu die Frage zu stellen, dient das, was ich sagen will, dem Wohl meines Nächsten? Ist es hilfreich für ihn? Ermutigt es ihn? Fördert es die Gemeinschaft? Schlechtes Reden hindert das geistliche Wachstum in einer Gemeinde. Petrus hat nun einige Wesensmerkmale des alten Menschen hier in Vers 1 aufgezählt, die Christen ablegen sollen. Wenn wir ein Problem haben mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserer stillen Zeit, mit unserer Bibellese, dann sollten wir nicht versuchen, wie anfangs schon erwähnt, eine andere Methode zu finden, denn keine Methode wird dich heilen. Es kann sein, dass wir hier ein Problem haben bei diesen Dingen, dass wir angefangen haben, über andere Menschen schlecht zu reden, dass wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind. Und nach außen tun wir aber so, als sei alles in Ordnung. Wenn wir diese Dinge tun, dann lesen wir nicht in der Bibel oder es ist zumindest ein Krampf für uns. Das Problem ist hier in unserem Herzen. Wir müssen Buße tun und dem Herrn bekennen, dass wir in diesen Bereichen gesündigt haben. Und wir werden dann erleben, auf einmal haben wir wieder Hunger nach dem Wort Gottes. Du freust dich auf das wieder, was er in deinem Leben zu sagen hat.
Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Ausziehen der alten Kleider, weil wir befinden uns immer noch in der Umkleidekabine, das heißt in einem Wachstumsprozess in unserem christlichen Glauben. Was aus uns Menschen kommt, was auf unserem Herzensboden wächst, das ist gefährdend für uns, auch als Christen. Wir sind ein versuchter Boden. Und gesunden und wachsen können wir nur mit dem, was in uns hineinkommt, was Gott uns gibt und nicht Dinge in dieser Welt. Auf Gottes Speise ausgerichtet zu sein, das stärkt unser Leben. So komme ich zum Punkt, wie wir wachsen. Petrus vergleicht das neue Leben in Christus mit dem Wachstum eines neugeborenen Kindes, wie wir das in Vers 2 lesen. Wie wächst denn ein solches kleines Kind? Indem es Milch trinkt, Muttermilch. Milch steht hier für das Wort Gottes. Gottes Wort, das ist die vernünftige, geeignete Nahrung für uns Christen. Und so ist das auch, wenn ein Mensch im Glauben an Jesus wiedergeboren wird. Er wächst wie ein neugeborenes Kind, indem er Verlangen hat nach geistlicher Nahrung. Wie neugeborene Kinder nach der Milch schreien, so heißt es hier, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Ohne Nahrung kein Wachstum. Jeder Christ braucht die unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Es kann in unserem Leben keinen geistlichen Fortschritt geben, wenn wir nicht regelmäßig und ausgiebig diese Milch des Wortes zu uns nehmen. Das Wort Gottes ist unverzichtbares Nahrungsmittel für uns. Und ohne diese Nahrung verkümmert unser geistliches Leben. Wenn wir hier an Appetitlosigkeit leiden, werden wir nie aus den Kinderschuhen des Glaubens herauskommen. Und Paulus schreibt im Hebräerbrief und wirft seinen Lesern vor, dass sie noch nicht über dieses kindliche Stadium des Milchtrinkens hinausgekommen sind, obwohl sie doch schon längst erwachsen sein sollten und feste Speise zu sich nehmen sollten. Wenn Petrus schreibt, seid begierig nach dem unverfälschten Wort Gottes, dann ist das ein starkes Wort. Es steht für das Lechzen nach frischem Wasser, wie wir das im Psalm 42 lesen. Es steht nach dem Verlangen nach dem Heil Gottes, wie das in Psalm 119 heißt. Kennen wir dieses Lechzen nach dem Wort Gottes, diesen Hunger, noch mehr von Gott zu empfangen? Wenn du wachsen willst, müssen wir immer tiefer ins Wort hinein. Und nur dort finden wir die Speise, die wir für unser Leben als Christ auch brauchen. Das Wort Gottes wirkt nicht nur die Wiedergeburt, sondern sie wirkt auch das Wachstum im Glauben. Nur so bleiben wir geistlich gesund und nehmen zu in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir die Freundlichkeit und Güte unseres himmlischen Herrn geschmeckt haben, wie es in Vers 3 heißt, dann müssen wir doch Verlangen nach mehr geistlicher Speise haben. Psalm 34, Vers 9 heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Dieser Hunger nach Gottes Wort ist ein Zeugnis, ein Beleg dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Was können wir aber tun, wenn wir unter geistlicher Appetitlosigkeit leiden? Was macht die Mutter mit einem kleinen Kind, das im Wachstum zurückbleibt, weil es nicht trinken will? Sie geht mit ihm zum Arzt. So sollen wir auch zum Arzt unserer Seele gehen, zu Jesus, wenn wir keinen Hunger nach Gottes Wort haben. Er kann die Ursachen unserer Appetitlosigkeit aufzeigen, wenn wir ihn ehrlich darum bitten. Mögliche Ursachen können sein, dass wir nicht neu geboren sind, dass wir noch keine Entscheidung getroffen haben, dass wir den alten Menschen noch immer nicht hinter uns gelassen haben. Es kann auch sein, dass Sünde uns blockiert, wie das im Vers 1 einige Dinge ja aufgezählt wurden. Oder wir haben vielleicht auch ein Problem mit Lieblosigkeit. Andere Menschen und Gott sind uns gleichgültig. Du hast gar kein wirkliches Interesse an ihnen und deine Beziehung ist eigentlich nur oberflächlich. Alles dreht sich nur um dich. Du wendest dich nur an Gott, wenn du es alleine nicht schaffst. Oder um deine fromme Pflicht als Christ zu erfüllen.
Aber Christ sein, das ist eine Beziehung. Und wir sollten Jesus lieben. Weitere Ursachen, die unsere Beziehung stören, das sind Dinge, die Jesus aus der Mitte unseres Lebens verdrängt haben. Das ist sehr vielfältig. Das können Hobbys sein, die Arbeit, die Gesundheit, die Mediennutzung, die uns schnell vereinnahmen, die uns Zeit rauben, dass wir keine Zeit mehr haben für Gott. Dass unsere Prioritäten sich verschoben haben. Dass Gott in den Hintergrund gerückt ist in unserem Leben. Dass uns andere Dinge wichtiger geworden sind. Vielleicht sind es aber auch Sorgen und Ängste im Alltag, die uns die Freude an Gottes Wort rauben. Und Unglaube und Zweifel, die uns krank machen. Was daraus folgt, ist oft Undankbarkeit, die uns den Zugang zu Gottes Wort verschließen. Deshalb müssen wir lernen, wie es in 1. Thessalonicher 5 heißt und wie Sahan das heute Morgen in seinem Zeugnis bekannt hat, seid dankbar in allem. Jedes Mal, wenn wir Danke sagen, sagen wir Gott, ich vertraue dir, dass das, was in meinem Leben geschieht, gut ist. Auch wenn nicht alles glatt läuft, vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint. Wenn wir wollen, dass unsere Gottesbeziehung wiederhergestellt wird und wir geistlich gesund werden wollen, dann müssen wir uns im Glauben an Jesus wenden. Bekennen, dass wir von seinen guten Wegen abgekommen sind und eigene krumme Wege gegangen sind. Wir müssen Jesus um Vergebung bitten und uns von ihm heilen lassen. Ein immer wiederkehrender Prozess, der uns reinigt. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Buße ist ein fröhlicher Schritt zur Fülle des Lebens, das wir allein in Jesus haben. Sie führt uns zu neuer, tiefer Freude, die wir wieder verspüren am Wort Gottes und gibt uns unserem geistlichen Wachstum neue Impulse. Und ich wünsche mir, dass wir es nicht versäumen, dass unser Stolz uns da nicht im Weg steht, immer wieder diese reinigende Kraft, das teure Blut Jesu Christi in Anspruch zu nehmen. Amen. Amen.